Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde hier in Sinzing, sowie auch die, die online diesen Gottesdienst anschauen werden. In 8 Tagen jährt sich der Tag, an dem wir im Jahr 2020 nach 8 Wochen Lockdown die Gottesdienste wieder aufnehmen durften. Es war auch der Singsonntag, Kantate, mit seinem Psalm 98. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Wir durften damals vor einem Jahr zwar nur mit Mundschutz und ohne Gesangbücher singen, aber immerhin, wir durften singen. Wer hätte damals gedacht, dass wir ein Jahr später nicht einmal das dürfen? Und trotzdem wollen wir uns das Singen und Loben nicht nehmen lassen, auch wenn der Mund stumm bleiben muss. Wir vertrauen darauf, dass Gott unsere Herzen singen hört. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst. Lasst uns beten. Ewiger, wunderbarer Gott, du hast uns erschaffen und unser Leben soll ein Lobpreis deiner Größe und ein Dank für dein Erbarmen sein. Lass uns dein Lob mit Freude und vom ganzen Herzen verkünden. Schöpfer des Himmels und der Erde, dich preisen alle deine Werke. Wir bitten dich, lass uns nicht stumm bleiben unter deinen Geschöpfen. Mach unser Leben zu einem Lobgesang auf deine wunderbare Macht und Güte. Öffne unsere Augen für die Schöpfung, die von deiner Herrlichkeit erzählt. Öffne unsere Ohren für dein lebendiges Wort, das Leid und Tod überwunden hat.
Öffne unsere Herzen für die kleinen Freuden hier auf Erden und die deine große Freude einst in deinem Königreich. Lass unser Leben ein dankbares Zeugnis sein von deiner Güte und Treue. Dir, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, sei Ehre und Lob in Ewigkeit. Amen. Die Worte der heutigen Lesung stehen im Evangelium nach Lukas in dem 19. Kapitel in den Versen 37 bis 40. Und als Jesus schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Wir wollen unseren christlichen Glauben mit den Worten des apostolischen Bekenntnisses bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Die Worte der Heiligen Schrift, die heute zur Grundlage für unsere Predigt werden, stehen geschrieben in der Apostelgeschichte, in der Kapitel 16, in den Versen 23 bis 34. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, der Bibeltext fängt recht düster an und führt uns mitten in eine Situation, wo Feindschaft, Verfolgung, Rache, Gesetzlosigkeit, Gewalt und Dunkelheit herrschen. Obwohl diese Geschichte schon fast 2000 Jahre zurückliegt, solche Umstände herrschen leider auch in unserer heutigen, wie wir meinen, modernen Welt. Oft sogar in einem noch viel größeren Ausmaß. Denn dank der Technik haben wir auch viel vollkommene Mittel, um Böses zu tun. Es reicht nur, die Nachrichten aus der Welt zu verfolgen, zum Beispiel aus Russland, China, Türkei oder Myanmar. Und wir können uns davon überzeugen, dass unsere Welt keineswegs besser ist als die des ersten Jahrhunderts im Römischen Reich. Die Apostel Paulus und Silas sitzen in der tiefsten Zelle des Gefängnisses der Stadt Philippi. Sie gelangten dorthin weder für ein Verbrechen noch für eine Straftat, im Grunde genommen nicht einmal für ihre Missionstätigkeit. Sie kamen dorthin für eine gute Tat: die Heilung einer jungen Sklavin von ihrer Geisteskrankheit. Sie taten etwas, womit sie einem unglücklichen, kranken Menschen geholfen haben, worüber sich eigentlich alle freuen sollten. Aber es war nicht so. Die Herren dieser jungen Sklavin profitierten nämlich von ihrer Krankheit, indem sie die Äußerungen ihres kranken Geistes für Zukunftsweissagungen ausgegeben und diese gut zu Geld gemacht haben. Und nun sind ihre Einkünfte hin.
Auch heute gibt es leider Menschen, die an den Kranken und Krankheiten verdienen. Zum Beispiel, indem sie den kranken Menschen etwas Teures aufschwatzen und verkaufen, was ihnen eigentlich gar nicht hilft. In der Geschichte gelangen Paulus und Silas vor den Stadtrat. Sie sind jedoch nicht der Heilung angeklagt, sondern der Verbreitung fremder Sitten, einer fremden, unerlaubten Religion. Ihre Ankläger gehen die Sache schlau an. Sie wissen, dass nur wegen ihres Geldes sich keiner hinter sie stellt. Deshalb drehen sie die Sache in eine ganz andere Richtung. Es geht um Gemeinwohl der Stadt. Die ist bedroht. Irgendwelche Fremde wollen sich hier breit machen und irgendwelche fremde Angewohnheiten uns einführen. Damals wie heute lässt sich mit dem Gemeinwohl einerseits und der Ausländerfeindlichkeit andererseits sehr erfolgreich agieren. Mit einem vorgeschobenen Patriotismus, der angeblich das unsere alte, gute, bewährte und heimische gegen die Anschwemmung verteidigt, findet man immer irgendwelche Anhänger. Auch wenn es im Grunde genommen nur um eigene Interessen und um den eigenen Profit geht. Der Stadtrat, der aus Alteingesessenen besteht, will natürlich niemanden von den Mitbürgern enttäuschen. Vorschriften hin oder her, zu Recht oder zu Unrecht, wir zeigen es schon den Fremdlingen. Ohne sie überhaupt gehört zu haben, lassen sie die Apostel geißeln und ins Gefängnis sperren. Der Kerkermeister sperrte sie entsprechend dem Befehl in die sicherste Zelle und, weil er auch heimisch ist, legt er noch eins drauf und schließt ihre Füße in Holzblock. Und so sitzen sie da, falsch angeklagt, ohne Verhör ausgepeitscht, rechtswidrig eingesperrt, mit zerrissenen Kleidern, mit zerschlagenen Rücken, auf denen sie nicht einmal liegen können, mit Füßen im Block. Es würde uns überhaupt nicht wundern, wenn sie über ihr Schicksal jammern, auf die ungerechten Stadträte schimpfen, über ihre Verteidigung nachdenken, ihre Beschwerde über den Amtsmissbrauch formulieren oder Gott um Hilfe und gerechte Strafe für ihre Misshandlung bitten würden. Paulus und Silas beten tatsächlich, aber sie loben Gott. Sie preisen und erhöhen ihn, sie singen ihm Danklieder. Gott danken kann man nämlich nicht nur, wenn es uns gut geht und wenn uns nichts zum Glück fällt. Wenn wir gesund und zufrieden sind und das Leben nach unseren Vorstellungen verläuft. Gott Dank sagen lässt sich auch in einer Situation, die äußerlich oder innerlich schwer ist, wo wir nicht wohlauf sind, wenn wir an Schmerzen oder einer Krankheit leiden, wenn wir uns sorgen oder grämen, wenn wir den Eindruck haben, die ganze Welt ist gegen uns. Es ist entscheidend, ob wir in allem, was auf uns zukommt, den Ausblick auf die Hoffnung Gottes behalten. Ob wir an seiner Verheißungen festhalten, zu seinem Königreich
Ausschau halten. Wenn wir uns durch die Finsternis um uns herum und manchmal sogar auch in uns selbst sein Licht nicht zudecken lassen, dann werden wir durch seine Strahlen auch in dem Dunkeln vieles noch entdecken können, wofür wir immer noch dankbar sein können. Und solange wir dankbar bleiben, werden wir immer wieder die Dunkelheit überwinden und die Attacken des Bösen, das uns auf seine Seite und gegen Gott gewinnen möchte, immer wieder überwinden und abwenden. Schon kleine Kinder machen die Erfahrung, dass wenn sie im Dunkeln singen, vertreibt es die Angst. Auch die Apostel singen in der tiefsten und dunkelsten Zelle, und durch ihre Danklieder werden sie zum Licht für die Häftlinge in den anderen Zellen. Die Art und Weise, wie sie auf die Ungerechtigkeit, Grausamkeit und Leiden reagiert haben, war so außerordentlich, dass die Menschen um sie herum angefangen haben, ihnen zuzuhören. Manche von ihnen hatten vielleicht ein ähnliches Schicksal wie die Apostel. Andere haben dort die Strafe für ihre Missetaten verbüßt. Aber alle waren nur beeindruckt und von der Kraft gefangen genommen, die von den Aposteln ausstrahlte. Dann, mitten in der Nacht, ändert sich wie durch ein Wunder die Situation. Ein starkes Erdbeben erschüttert das Gefängnis. Alle Türen gehen auf und allen Häftlingen fallen die Fesseln ab. Alle sind frei und hätten flüchten können. Es bietet sich sogar eine scheinbar fromme Erklärung an, dass Gott die Gebete der Apostel erhört hat, sich selbst für die Gerechtigkeit einsetzt, ihnen durch sein göttliches Wunder die Freiheit gibt und durch die Flucht aller Häftlinge die ungerechten Stadträte und ihre Diener bestraft. Gleich die nächste Szene scheint dies zu bestätigen. Der Kerkermeister rennt hinaus, sieht alle Türen offen, zieht sein Schwert und will sich umbringen, weil er denkt, dass alle Häftlinge geflohen sind. Die Misshandelten könnten darin eine Genugtuung sehen. Siehst du, jetzt bist du dran. Jedoch Paulus lässt sich nicht beirren. Er weiß, dass ihre Freiheit für den Kerkermeister ein Verderben bedeuten würde und erkennt, dass dies nicht Gottes Weg ist. Daher bleibt er nicht nur in der offenen Zelle, sondern hindert den Kerkermeister an seiner verzweifelten Tat. Die Dankbarkeit kann nämlich nicht böse sein, sondern ist vielmehr darauf bedacht, das erkannte Gute mit anderen Menschen zu teilen. Paulus in der Dankbarkeit für das Evangelium und die darin empfangene Gnade weiß nämlich selber sehr gut, wie viel ihm Gott vergeben hat. Denn er war in der Vergangenheit kaum besser als dieser Aufseher. Er fahndete nach Christen, nahm sie fest, legte sie in Fesseln, sperrte sie in Gefängnisse, übergab sie den Richtern. Sogar die Steinigung von Stephanus hat er befürwortet. Aber das alles
hat ihm Gott vergeben und er ist ihm lebenslänglich dankbar, selbst wenn er gerade ausgepeitscht in der tiefsten Zelle sitzt. In seiner Dankbarkeit wird er aber gleichzeitig zum Boten der Vergebung Gottes, auch für seinen Peiniger, denn auch für ihn gilt die Gnade Gottes. Durch sein Tu dir nichts an, wir sind alle hier, rettet Paulus zuerst dem Kerkermeister sein diesseitiges Leben und eröffnet die Gelegenheit einer menschlichen Begegnung. Durch sein Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, zeigt er ihm dann, dass zu einer wirklichen Rettung des Menschen die Verlängerung des Lebens nicht ausreicht, sondern dass es einer Hoffnung bedarf, die selbst den Tod überwindet. Paulus verkündigt ihm das Evangelium und führt ihn zu Glauben und einer tiefen Dankbarkeit Gott gegenüber, der ihm nun zeitlich gerettet hat und ihn durch Vergebung und Auferstehung auch ewig für sein Königreich retten möchte. Der Glaube ist das Mittel, durch das wir uns diese Rettung aneignen und an ihm Anteil haben. Das galt damals in Philippi, das gilt gleichermaßen auch heute für jeden von uns. Die Dankbarkeit gehört unzertrennlich zum Glauben. Dankbarkeit für Vergangenes, für Gegenwärtiges und für Zukünftiges. Eine Dankbarkeit, die nie böse sein kann, sondern immer gütig ist und sich immer danach sehnt, empfangene gute Gaben mit anderen zu teilen. Vielleicht fühlen wir uns heute etwas wie die Apostel, als würden wir in einem dunklen Gefängnis sitzen, und zwar schon seit über einem Jahr. Auch wir haben etliche Schläge erhalten und tragen Wunden davon. Auch wir haben weder Sicherheit, wie es mit uns weitergeht, noch die volle Freiheit. Wir dürfen nicht einmal gemeinsam singen. Jedoch die Dankbarkeit kann uns niemand nehmen und keiner kann verbieten, dass wir in unseren Herzen Gott loben. Denn wir können darauf vertrauen, dass Gott uns nicht vergessen hat, sondern geht auf allen unseren Wegen mit uns, den fröhlichen sowie den leidvollen. Und er bringt uns ans Ziel. Halleluja. Amen.
Liebe Gemeinde, ich habe folgende Abkündigungen. Mit der Frau Zieger und mit den Angehörigen gedenken wir, dass das genau heute ein Jahr her ist, als der Herr Bernd Zieger verstorben ist, am 2. Mai 2020. Es war mitten in einer ganz schweren Zeit des Lockdowns und die Angehörigen hatten auch Probleme, sich würdig verabschieden zu können und die letzte Verabschiedung eigentlich in der Öffentlichkeit steht immer noch aus und wir wollen heute dafür beten und an die Familie denken, die ihren Leid tragen. Wir laden herzlich zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, den 9.5. um 9.30 Uhr in die Markuskirche ein. Für diejenigen, die sich aufgrund von Corona nicht trauen, zum Gottesdienst zu kommen, gibt es online auf unserer Homepage aufgenommene Gottesdienste, beziehungsweise werden Gottesdienste in der Markuskirche um 9.30 Uhr sogar live übertragen. Und die, die nicht kommen können in die Kirche, können sich das gleich online über Internet anschauen. Bitte machen Sie auch andere darauf aufmerksam, mit denen Sie im Kontakt sind. Diesen großen Dienst verdanken wir seit über 4 Monaten Herrn Peter Gutdeutsch, der heute unter uns ist und auch diesen Gottesdienst gerade aufnimmt. Und ich möchte um einen Applaus für ihn bitten. Wir dürfen weiterhin keinen Klingelbeutel einsammeln, wie das früher üblich war. Deshalb stehen am Ausgang 2 Körbchen, das eine als Klingelbeutel bezeichnet, ist heute für die Kirchenmusik in Bayern bestimmt. Das andere Körbchen ist die Kollekte für die eigene Gemeinde. Und auch die Online-Gemeinde hat eine Möglichkeit, für unsere Kirchengemeinde zu spenden. Dazu wurde ein spezieller Link auf unserer Homepage sowie in der Online-Angeboten eingerichtet. Wir bedanken uns für alle Spenden und Sie dürfen sich an unser Pfarramtsbüro auch bezüglich einer Spendenbescheinigung wenden. Nun lass uns für Bitte halten. Herr, unser wunderbarer Gott, so gern würden wir dir aus vollem Mund singen und dir unser uneingeschränktes Lob entgegenbringen. Mehr als die Corona-Beschränkungen hindern uns daran, Gedanken an diejenigen
welche sich noch gefangen im Dunkeln befinden. Wir bitten dich für alle Menschen, die krank sind oder sogar im Sterben liegen, dass du ihnen beistehst. Wir bitten dich auch für die Menschen, die anderen in Therapie und Pflege dienen, dass du ihnen Kraft spendest. Wir bitten dich für die Lehrkräfte und Erzieherinnen, insbesondere für die Mitarbeiterinnen in unseren Kindertagesstätten. Wir bitten für Kinder, die ihre Freunde nicht treffen und miteinander nicht spielen können, dass sie nicht verzweifeln. Wir denken an all die Menschen, die Angst haben, selber zu erkranken oder die um ihre Lieben bangen, dass du sie ermutigst. Wir bitten dich für die Menschen, die jemanden verloren haben und trauern, dass du ihre Tränen trocknest. Wir bitten dich für Einsamen, die niemanden haben, mit dem sie sprechen können. Lass uns Wege finden, sie zu erreichen und ihnen zu vermitteln, dass du sie nicht vergisst. Wir denken an alle Menschen, die sich um ihren Lebensunterhalt sorgen, dass sie nicht vergessen werden und sich mit ihrer Not nicht allein gelassen fühlen. Genauso bitten wir für diejenigen, die Verantwortung für andere übernehmen und sie unterstützen. Wir denken an all die Menschen, welche durch die Einschränkungen bis an ihre Grenzen kommen, wo Streit entflammt und Gewalt droht. Hilf ihnen, das Verbindende zu suchen und in Liebe wieder zueinander zu finden. Lehre uns, dich zu loben und zu preisen, selbst wenn wir gegenwärtig keinen Grund dazu sehen. Lass uns an deine einstige Güte und Treue erinnern und nach dem künftigen Erbe Ausschau halten, das du für uns vorbereitet hast. Bitte, lass uns aus deinem Wort tiefe Zuversicht schöpfen und diese in unsere Beziehungen ausstrahlen, dass unsere Dankbarkeit und Freude den passenden Ausdruck findet, ansteckender als das Virus ist und somit seine dunkle Macht bricht. Lass uns das Licht deiner Liebe mit anderen teilen, damit es wieder ganz hell wird. Bitte erhöre uns, wenn wir alle gemeinsam zu dir rufen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Worte der Sendung habe ich gefunden in dem Kolosserbrief, 2. Kapitel, Verse 6 bis 7. Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und voller Dankbarkeit. Amen. Wir empfangen den Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch
und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.